So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin mal wieder zurück mit Fortnite. Viele von euch haben sich gewünscht, ich soll mal wieder Fortnite machen. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich halt mal wieder eins. Und ja, wir sind hier bei Solo ein bisschen am Start und ich denke mal, ich geh unten zu Flash Factory, denn dort gibt es ja gerade auch die 7 Truhen, die man öffnen soll. Und mal schauen, da wird wahrscheinlich die ganze Map hingehen. Oder zumindest werden sehr viele dorthin gehen. Das heißt, dort wird es sehr, sehr schnell zum Tod führen, denke ich mal. Aber ja, mal schauen, was man draus machen können. Ich finde es irgendwie lustig, dass man die Insel sieht, wo man startet. Und irgendwie kann man jetzt aber nicht mehr hinfliegen. Ist irgendwie schade. Das ging mal. Kann natürlich sein, dass man vielleicht jetzt mit der ferngelenkten Rakete hinfliegen kann. Aber wie wir sehen, da landen wieder mal sehr viele. Also am Anfang der Woche den Auftrag zu machen, ist schon fast Selbstmord. Wenn man mal eine Kiste erwischt, dann hat man schon viel Glück gehabt. Deswegen ist es immer ziemlich stressig, dorthin zu gehen. Und die Landung ist halt auch enorm wichtig. So, jetzt schaue ich mal hier, ob ich da vielleicht eine Waffe finde. Hier geht schon um mich herum, geht schon die Action ab. Ohne Ende. Hier oben ist normalerweise eine Kiste, aber hier ist keine gespawnt. Dann gehe ich mal hier hinter. Und hier überall geht schon die Party ab. Der hat mich nicht gesehen. Habe ich nichts dagegen. Da unten ist auch jemand. Ich brauche erstmal eine Waffe, um überhaupt was machen zu können. Aber irgendwie ist hier keine. Doch, hier ist eine. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, okay, da vorne ist er. Ah, den sollten wir kriegen. Tschüss, Headshot. Ich glaube, der war schon angeschlagen. Da hinten geht auch noch eine Party ab. Da unten ist noch einer. Erstmal nachladen. Scheiße. Ich hätte schon zielen können. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, bestimmt hinterm Baum. Oder? Ja. Da hinten kämpft zumindest jemand. Ach, da unten ist einer. Oh, was willst denn du, ey? Will er sich Zeit nehmen? Tschüss. Was hat denn der vorgehabt? Ah, da hinten ist noch... Ne, da oben ist noch einer. Hallo? Okay. Guten Nacht. Der wollte auch irgendwas, aber keine Ahnung was. Ich spiele eigentlich total ungern Pumpgun, aber manchmal muss es halt sein. Da ist auch noch jemand. Schnell Waffe wechseln. Und der nächste. So kann das natürlich schon losgehen, ne? Da habe ich nichts dagegen, wenn es so startet. Erstmal alles nachladen. Ohne Pistole. Das kann ich gut gebrauchen. Da gibt es ja noch einen Auftrag mit der Pistole, deswegen ist es gar nicht schlecht, dass ich jetzt eine habe. Hier innen hat er noch ein bisschen was fallen lassen. Ja, das kann ich für Sniper mitnehmen. Und irgendwo da oben habe ich noch einen gehört, aber keine Ahnung, ob der noch hier ist. Eine Diegel? Nee, nehme ich jetzt nicht mit. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir noch Muni, da ist eine Pistole in grün, das ist ganz gut. Da vorne war doch noch... Ah, da baut schon jemand, habe ich gerade gesehen. Ach so, der fährt durch die Ringe. Da gibt es ja diesen Auftrag, durch die Ringe fahren. Den werden wir mal schön überraschen, wenn er da durchfährt. Ich brauche halt noch einen Pistolenkill. Ah, da ist er. Den Auftrag muss ich auch noch machen. By the way. Da ist er ja. Losstört. Geht doch. Der hat mir gut abgezogen, ey. Nicht schlecht. So. Jetzt erstmal alles einsammeln. Schön die Kuchen essen, damit ich wenigstens ein bisschen Schild habe. Ah, so. Man bekommt nicht nur Schild. Das ist natürlich cool. So. Dann können wir losgehen. Auch wenn ich nicht besonders viel Energie habe, aber wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs ein bisschen was. Das ist ja gut möglich. Mal schauen, ob ich irgendwo Verbände finde. Oder eventuell ein Medikit. Ah, da sind schon Verbände. Kommt wie gerufen. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Die Waffen nehme ich wieder mit. Da unten ist auch ein guter Landeplatz eigentlich. Da gibt es nämlich auch sehr viele Waffen.
und Kisten meistens, wenn sie spawnen. Es kann ja auch manchmal sein, dass weniger da sind. Oh, der Kreis ist hier oben. Okay. Hier drin scheint noch jemand zu sein. Mal gucken. Pumpgun brauche ich nicht. Sind wir schon mal die Waffe. Da ist jemand. Hallo. Ich glaube, den habe ich ein bisschen überrascht. So, erstmal wieder Schild nehmen. Damit wir da ein bisschen Schild haben. So, die Waffen nehmen wir wieder mit. Tür zu. Nachladen natürlich. Ich glaube, ich kann fast jede Waffe nachladen. Aber das machen wir gleich. Boah, die Energie, ne? Ich bräuchte ein bisschen mehr, ja, Energie einfach. Ich hoffe, ich finde irgendwo noch ein Medikit oder so. Das wäre natürlich am besten. Ich soll jetzt erstmal hier runter gehen, damit ich den kürzesten Weg gehen kann. Weil sonst ist es ja ein bisschen, sagen wir mal, sehr gefährlich, wenn dann gleich der Sturm kommt. Denn das wird ziemlich knapp. Also da muss ich schon gucken, dass ich jetzt so schnell wie möglich in den Kreis komme, sonst habe ich ein Problem. Hier innen gibt es noch Muni, das können wir natürlich mitnehmen. Ich habe leider nicht so viele Materialien, aber kann ich ja später noch holen. Oder hier ein bisschen den Baum können wir noch mitnehmen. Die baut man ja ziemlich schnell ab, da geht's. So. Okay, hier ist nichts mehr. Da war anscheinend schon jemand, hat alles leer geräumt. Da unten ist normalerweise auch eine Kiste oder ja, unter mir, aber die ist schon leer. Oder zumindest war da keine, es kann auch sein. So, jetzt sind wir hier entlang. Ey, ich hoffe, ich schaffe das noch, aber es wird knapp. Nur noch eine Minute. Ich glaube nicht ganz, dass ich es schaffe. Also das wird ein bisschen heftig. Ja, da kommt auch schon der Sturm. Ich werde, denke ich mal, ein bisschen Schaden nehmen. Was mir natürlich jetzt nicht so dolle gefällt, denn ich muss ja noch. Ich habe nicht mal volle Energie. Also das wird mir ziemlich viel abziehen. Aber ja, vielleicht finde ich noch irgendwo ein Medikit von einem toten Gegner oder so. Das kann ja immer sein, dass man irgendwo jemanden noch sieht. Kann natürlich da auch rechts im Haus sein, aber nicht mal das werde ich schaffen, weil das. Da werde ich zu viel Schaden kriegen. Deswegen muss ich gleich weiterlaufen. Denn die haben jetzt den Sturm ein bisschen verändert. Zumindest die letzten vier Stürme, glaube ich, die kommen, die machen nämlich viel mehr Schaden. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die letzten vier Stürme kommt, denn dann wird es wirklich heftig, wenn man nicht noch einen Medikit oder so dabei hat. Hier schön Muni mitnehmen. Das hilft immer. Oben ist noch eine Kiste, vielleicht ist da ja was drin. Nee, leider nicht. Nur Munition. Puh. Das wird knapp. Also, wenn ich da jetzt in einen Kampf verwickelt werde, das wird interessant. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was das noch wird. Da vorne vielleicht noch irgendwo ein Medikit finden, das wäre nämlich nicht schlecht. Ja, das ist die Devo, muss man jetzt auch Gegner killen, das heißt, da werden auch viele landen. Aber der Kreis ist leider nicht drin, deswegen müsste ich weitergehen. Oh, hier haben wir wieder Medizin. Natürlich gut, das jetzt zu finden. Aber auch das ist halt nicht volle Energie. Aber egal, Hauptsache ein bisschen was. Ich habe schon ganz andere Runden überlebt. Da war das, was wir jetzt hier haben, gar nichts dagegen. Aber hey, wir haben wenigstens wieder ein bisschen mehr. So. Die Waffen, die ich habe, sind eigentlich ganz okay. Klar, es sind jetzt keine lilanen und goldenen oder so, aber man kann damit schon was anfangen.
MPs sind ja sowieso gerade ziemlich gut. Pumpguns nimmt fast niemand mehr. Zumindest sehe ich fast keinen mehr damit. Ich kann mal ein paar Bäume noch mitnehmen. Das ist immer nicht schlecht. Ein paar Materialien zu haben. Ja, ist irgendwie halt schade, dass man nur noch so wenig Kämpfe hat, ne? Also man hat am Anfang viele Kämpfe, danach nur noch ein, zwei Kämpfe und dann ist es erstmal vorbei bis zum Schluss. Das ist halt jetzt auch, weil es, ja, jetzt gibt es Paradise Palms, das ist das zweite Tilde Towers. Und Tilde Towers gehen auch noch viele hin und ja, dann ist die Runde ziemlich schnell leer. Und das finde ich ein bisschen schade. Also das ist etwas, wo ich finde, das hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Also ich fand, früher waren mehr Kämpfe innerhalb des Matches, also im mittleren Teil des Matches. Und jetzt ist es halt so, Anfang viele, am Ende viele. Aber in der Mitte fast gar nichts mehr, weil man halt fast keinen Gegner mehr trifft. Jetzt treffe ich hier mal wieder einen. Der baut sich hier jetzt ordentlich voll. Aber das ist kein Problem. Den kriegen wir schon. Dadurch, dass man jetzt mehr Schaden macht bei den Materialien, ist das eigentlich ganz okay. Kann man die Leute ziemlich gut am Bauen hindern. Vor allem, manchmal treffe ich gar nicht, ne? Ich habe ihn jetzt hier. Da! Ich ziehe voll auf ihn, es geht einfach an ihm vorbei. Alles klar. Der will einfach nicht sterben. Komm schon, jetzt. Och, jetzt muss ich nachladen. Komm schon. Ja, geht doch, meine Güte. Das hat aber lang gedauert. Keine Ahnung, was der da versucht hat zu bauen. Den können wir natürlich mitnehmen. Der war ja erst weg, jetzt ist er wieder da. Die Waffe nehmen wir natürlich auch mit. Habe ich nichts dagegen für eine blaue. So, jetzt könnte ich mal. Oh! Ach! Stimmt! Ich dachte mir gerade schon, warum verliere ich keine Energie, aber ich habe ja den Saft getrunken. Deswegen. So. Jetzt sind es nicht mehr viele. Und wir haben schon ein paar Kills, würde ich sagen. Jetzt müssen wir halt schauen, ob wir vielleicht noch ein paar treffen. Aber sowas ist halt, wie gesagt, selten. Diese Kämpfe, wie ich gerade einen hatte, das ist wirklich sehr selten geworden. Und das finde ich persönlich halt ein bisschen schade. Weil früher war es so, vor Tilted Towers war es so, da hat wirklich, ja, alle 5 Minuten hat es einen Kampf gegeben, weil sich die Leute halt mehr auf der Map verteilt haben. Und jetzt ist es halt so, es gehen halt alle Tilted, alle Paradise Palms und dann gibt es noch gewisse Aufträge an manchen Orten. Da gehen dann auch noch viele hin und dann ist die Runde schon, bevor sie überhaupt gestartet ist, fast schon wieder, ja, sind nur noch 20, 30 Leute übrig. Und dann ist natürlich klar, dass auf der Map, die so groß ist, sich nicht mehr viele Spieler befinden, die sich treffen können. Und dann, ja, ist es ein bisschen wenig Kämpfe, ne? Und das wäre schön, wenn das sich wieder ein bisschen ändern würde. Also, wenn das wieder so wäre, dass man halt, keine Ahnung, mehrere Kämpfe pro Runde hat, anstatt dass man jetzt einfach nur nach Tilted springt und da halt absolutes Chaos hat. Das, ja, ist halt auch nicht schlecht, aber es ist halt trotzdem besser, wenn man halt dann auch mal in der Situation kommt, wo man jetzt ein bisschen Ruhe hat. Und dann kommt wieder in einen Kampf, dann hat man wieder ein bisschen Ruhe und dann kommt man wieder in einen Kampf. Das würde ich persönlich auf jeden Fall besser finden. Aber das sieht jeder anders. Also das kann ja sein, dass das anderen Leuten gefällt, wie es gerade ist. Ich persönlich finde es, wie gesagt, nicht so gut. Aber mal schauen. Es ändert sich ja während der Season eigentlich viel am Spiel. Es ändert sich viel an dem, wie es aufgebaut ist. Es ändert sich viel dran, wie es sich weiterentwickelt und so. Also da kann sich ja noch einiges tun und ja, einiges sich verändern. Deswegen muss man mal abwarten. Ich finde auf jeden Fall, dass das Spiel richtig gut geworden ist. Die Season finde ich auch richtig cool. Drift ist mein Lieblingsskin und war gleich der erste, der es im Spiel gab. Also von daher finde ich das schon mal genial. Den High-Skin will ich auf jeden Fall noch haben. Der gefällt mir sehr gut. Da muss ich mir aber erstmal in Rette die Welt ein paar V-Bucks verdienen. Denn den finde ich wirklich sehr nice. Den will ich auf jeden Fall noch haben. Und dann gibt es noch so einen grünen Skin. Der sieht auch ziemlich cool aus, der eventuell demnächst noch kommt. Der ist auch noch interessant. Jetzt
muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier keinen auf mich aufmerksam mache. Da hinten hat schon jemand gebaut. Mal gucken. Ich bin auch gespannt, was das finale Skin ist. Ich hoffe ja, dass es Anubis ist. Viele vermuten ja, dass in Loot Lake eine Pyramide entsteht und da dann der Skin herkommt. Ich hoffe wirklich, dass es Anubis. Also ich würde es cool finden, wenn es so ein Anubis-Skin ist aus Ägypten. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber da muss man abwarten, was es wird. Die letzten Gerüchte über das, was in Season 5 gekommen wäre, waren ja nicht ganz so richtig. Also da hat wenig gestimmt. Es hieß ja, es kommt ein Modus, wo man Omega spielt und einer Seite spielt einer Omega, die andere Seite spielt einer Carbage und die müssen dann gegeneinander kämpfen und das eine Team muss Carbage beschützen, das andere Team muss Omega beschützen. Das kam nicht und dann gab es noch ein Gerücht, dass ein Leviathan-Modus kommt, wo man den Leviathan beschützen muss. Also das kam ja auch nicht bisher. Kann natürlich noch kommen, aber ich glaube es nicht. Und da waren viele Gerüchte, sind nicht wirklich wahr gewesen. Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Jetzt hier vorne geht ein guter Kampf ab. Manchmal ist es auch gut, einfach ein bisschen zu warten. Ich bin mehr der taktische Spieler, ich gehe nicht gleich in jeden Zweikampf. Denn ich will erstmal schauen, was ist die Situation. Ich weiß nicht, ob noch andere diesen Kampf beobachten. Ich habe keine Ahnung, ob hinter mir jemand ist und zuschaut und guckt, was passiert. Der kann mich dann angreifen. Deswegen will ich immer erst die Situation mir anschauen und dann entscheide ich, was ich als nächstes tue. Und ja, sollte man auf jeden Fall ab und zu machen. Es gibt viele meiner Freunde, die wirklich absolut in jeden Zweikampf reinrennen. Der Gegner ist Kilometer entfernt und es wird schon zum Schießen angefangen, wo eigentlich jeder weiß, dass man auf so weite Distanzen nicht wirklich die Chance hat, den Gegner zu killen. Man macht einen Gegner dann Schaden, aber meistens kann er sich dann noch zubauen. Und dann hat man die Situation, dass er wahrscheinlich im Vorteil ist, anstatt man selbst. Und deswegen bin ich immer jemand, ich gehe auf Nummer sicher. Also ich schieße erst dann, wenn ich weiß, okay, ich habe wirklich den Vorteil, dass ich ihn so erwischen kann, dass er mir nichts tun kann. Und deswegen mache ich das immer so. Jetzt ballert er hier mit Raketenwaffe auf mich. Jetzt schaue ich erstmal, ob er nochmal ballert. Denn ich habe jetzt einen Raketenwerfer, da kann ich dann eigentlich schon zurückballern. Der kriegt aber auch schon ordentlich was ab hier. Und scheint keiner hinter mir zu sein. Sonst hätte ich schon längst, denke ich mal, was davon gemerkt, dass hinter mir einer ist. Aber der scheint hier rechts mit jemandem zu kämpfen. Der Kreis kommt jetzt eh, das heißt, ich gehe jetzt mal hier rum. Ich werde aber auf jeden Fall mal auf ihn schießen. Denn der Raketenwerfer macht jetzt wirklich unfassbar viel Schaden. Also der haut wirklich alles weg und deswegen ist es ganz gut, wenn man da drauf ballert. Oh, da kommt schon jemand. Hallöchen. So, das war der nächste. Der hat auf jeden Fall Bock gehabt. Oh, hier ist ein goldener Raketenwerfer, nehme ich natürlich auch noch gern mit. Absolut kein Thema. Jetzt erstmal nachladen. Und ja, dann sind es nur noch drei gewesen, ne? Und wie immer geht der Kreis außerhalb des Bereiches, wo der Sturm ist. Zur Hälfte zumindest. Es kann auch manchmal sein, dass er komplett außerhalb spawnt. Das finde ich ganz cool eigentlich. Denn das macht den Kampf spannender am Ende. Das finde ich wirklich sehr gut. So, da hinten sind auch welche am Bauen und am Fighten und da links ist einer am Bauen. Das heißt, dort geht auch ordentlich was ab. Also die sind auch am Start mit dem Kämpfen. Aber ich denke mal, ich werde da hinten erstmal eine Tür bauen und dann mal dahinter schauen, denn da ist noch ein schönes Päckchen für mich. Aber ich nehme mal, glaube ich, kurz den Jab-Jab hier. Denn volle Energie zu haben ist nie schlecht. So. Mich wundert es, dass keiner in der Nähe ist. Aber gut, jetzt sind wir wenigstens voll. Dann können wir uns hier noch das kleine Päckchen holen, wenn es sich schon keiner holt. Und dann kommen wir auch so ziemlich zum Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich habe gewonnen.
Yay, ohne was zu tun. Yippie. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.